Hau rein. Beide sind tot. Beide sind runtergefallen, Alter. Ins Wasser, oder? Nee, Berg runter. Oh nein, als ob Lava. Hallo, was geht von der Icon Staff für euch? Herzlich willkommen von uns zu einem weiteren Video und heute von uns zu einer weiteren Folge von Let's Play The Devil in Me Folge 5. Da setzen wir sie wieder stehen geblieben in diesem langen Raum und wir starten gerade im Pausenmenü, weil Kate nicht aufhören will zu reden. Die redet die gesamte Zeit. Ich sag zu der 20 mal alt, die Schnauze, die redet schlimmer als meine Mutter, wenn die einen Schwanz gesehen hat. Ganz, ganz schlimm. Da fange ich schon an zu sabbern, Junge. Okay. Marcel, sind Sie soweit? Ich bin soweit. Da würde ich sagen, es geht weiter. Soweit wie Kate, Alter. Es geht weiter, Jungs. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe gesehen, wir haben noch ungefähr 2 Stunden zu spielen. Und mal gucken, wer von uns rauskommen wird. Ob überhaupt einer von uns rauskommen wird. Wir führen einfach alle. Kann absolut sein, dass er sich bei was unsicher ist. Ey, guck mal, wer ist das denn hier? Erstmal ansehen. Super. Und Jungs, falls ihr euch wundert, warum sieht da Alcatraz so schön aus? Das liegt daran, ich habe mir eine extra eine neue Kamera gekauft. Eine Sony ZV-1 für 600 Euro, dementsprechend wird die Qualität hier nochmal deutlich besser. Wir haben ihn sterben sehen. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Aber da trug jemand eine gelbe Jacke mit unserem Zeug. Das war dann wohl Mr. Dumet. Schlechte Erziehung kann durchaus ein Faktor sein. Und ein lausiger Vater mit Sicherheit auch. Oder Onkel. Ein lausiger Schwanz. Warte, wo müssen wir denn ran? Da ist die alte Kuh, warte. Was für eine alte Kuh? Um das Licht. Ja, die alte Kuh von den Leuten. Ah, die alte Kuh, Mark, ich dachte eine alte Kuh. Mark wurde zuletzt Lunit Crew, Charlie Brennofen, durchgestrichen. Erin Silverass, durchgestrichen. Bestimmt Mark Keller, Jamie und Kate, Kindheit, nördlicher Korridor und Jamie, südlicher Korridor. Als Erwachsener ist er entweder ein Erfolgsmensch. Guck mal, der wusste genau, wo wir mal sind. Nichts dazwischen. Krass. Brennofen war die Todesursache. Krass, Digga. Er will eine Machtposition haben. Vor allem über. Hier kann man auch was untersuchen. Okay, aber warum? Schönes Mann. Echt viele ich hab Leute. Hier eine Tasse. Sowas durch und werden trotzdem und einen Brief. Abgesehen von der ungesunden Obsession. Chicago. Hier hast du auch wieder was von der FBI gefunden, ne? Ach, wild. Ja, so mich beruhigt. E-Mail, maßgefertigte Maske. Können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. Na gut, Marcelo, ey, ist nicht. Komm mit rein, ne? Ja, da müssen wir noch lang, glaube ich. Ab geht der Marcel! Können wir nicht runter? Leider kann auch runter, glaube ich, oder? Meinst du, geht das? Wir schauen uns mal um. Man kann auch runter. Man kann auch runter, okay, warte, dann gehen wir runter. Weil ich glaube, das ist die letzte Etage. Komm, wir gehen runter. Also, letzte sieht nicht so danach aus. Die letzte Etage von oben, meine ich. Okay, wir sind unten. Wir sind aber noch nicht ganz unten. Hier ist ein Aufzug. Okay, Marcelo, ich komme. Hier ist der Tisch, wo wir gesessen haben. Ja, super, Digga. Hier ist wieder ein Brennklepp. Brennklepp. Genau. Michelle wirkt ursprünglich positiv aufgeregt, dann jedoch immer unruhiger. Selten allein, schwieriger sie ist zu separieren. Ist gestern Nacht im Hotel rumgewandert. Joe Collins aufgestellt, leicht zu beeinflussen, scheinbar keine größeren gesundheitlichen Probleme. Digga, der hat hier, all diese Menschen. Junge, Junge. Alle tot? Waren sie vor uns hier? Ey, da steht was, Marcel. Bitte? Da steht was. Da steht, Farid Bang mag es eng, ich bin der Anti-Cordon-Rapper. Spaß. Okay. Noch tiefer geht nicht. Bist du nach oben? Du hast noch was so, okay. Noch ein bisschen. Ja, was auch immer. Ah, warte, die öffnet. Oh, oh. Das ist ein Bug. Scheiße, das ist alles. Kontoauszüge, Krankengeschichten. Er weiß alles über uns. Digga, du bist 30. Sogar wann mein letzter Check war. Oha.
Du bist einfach 30, Digga. Das ist mir echt zu viel. Ja, bin ich fast in Wirklichkeit auch, Alter. Ja, moin. Oder der weiß von dir, wann alles. Sie das letzte Mal ein Dildo geschoben hast, Digga. Sogar das weiß er. Alter, tschüss, Alter. Was für ein Typ, ey. Ich war das letzte Mal mit ihm, Alter. Geil. Marcel, beiseite mit dir. Okay, wir müssen wieder nach oben laufen. Okay, ich glaube, wir müssen in irgendeine Etage rein oder so. Ja, aber hier ist aber keine Tür mehr. Außer, wo wir herkamen. Hier, Marcel. Ja, da kamen wir her. Ach so. Müssen wir vielleicht einen Aufzug rufen? Wir sind jetzt ganz oben. Da ist nochmal was. Ach, das ist der Schwanzzettel. Ja, will ich nicht weg. Weg! So. Was ist das? Hier ist ein Tonband. Ach, das ist, was du aufgehoben hast. Okay. Oh! Hier kann man irgendwo drauf drücken. Ich dachte, da passiert was. Wo bist du denn jetzt? Marcello, hallo. Guck. Ja, ich schaue mir gerade alles an, was du dir auch angeschaut hast. Will ich nicht! Ach, da bist du. Hi, du bist eine Etage tiefer. Warte, ich komme, Marcel. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt draufdrücken soll. Ich guck mir das Tonband an, da kann ja nichts passieren. Drücken! Was ist das hier? Ja, da geht's weiter, wenn man da drauf drückt. Ah, ich glaube, ich kann hier die Tür öffnen, oder? Hey, schau! Merk dir das mal. Damit bewegt er Wände und macht seine Tricks. Nichts in diesem Drecksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Ja. Drück auf rot Knöpfchen. Gegen ihn verwenden. Okay. Was ist der Plan? Ich muss sagen, die Charaktermodelle sehen unfassbar krass aus. Also, die sind so realistisch gemacht, Digga. Okay. Man merkt immer noch so, dass das Figuren sind. Aber von den Augen, von der Gesichtsmimik muss man echt sagen, Chapeau, Digga, Respekt. Schon wild. Dann kann er nicht mehr raus. Steckt fest. Okay. Aber wie willst du ihn dazu bringen, den Flur lang zu gehen? Jemand von uns muss Köder sein. Nein, keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. Ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Hier gibt es keine zweiten Chancen. Das ist mein Plan. Ich bin der Köder. Wenn du meinst. Aber wenn du glaubst, es wird nicht klappen, hau verdammt nochmal ab. Einverstanden. Nimm. Du könntest den zur Not als Waffe nutzen. Du brauchst den Mann. Wenn du Köder spielst, behalt du den. Ich behalte den mal. Werd ihn eher brauchen. Ja gut, ist aber auch recht. Wenn er mir an die Fotze packt, schiebe ich das Teil in den Schwanz rein. Genau, so sieht's aus. Okay. Nicht sentimental werden. Gehen wir's an. Halt dich an den Plan. Natürlich. Die Frage, was mache ich jetzt in der Zeit? Spinn Schwitz Mark oder Dings? Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Ja, das stimmt. Oder muss ich jetzt Knöpfe genau drücken, Alter, bevor der kommt, Alter? Kann gut sein, das war krass. Okay. Das könnte ich richtig dazwischenschneiden. Du mich jetzt am Befreien oder einsperren, ich muss da abhauen. Boah, ey, das wäre so lustig, Marcel, ich schwör's, das wär so lustig. Aber ich bin immer noch Kate. Ja, ich bin auch immer noch Jamie. Okay, du musst echt die Knöpfe drücken, Bruder. Finde Dumet. Ich sehe dich. Die Halle runter, rechts halten. Halle runter. Du hast jetzt gleich rechts bei dir eine 5, oder? Ja. Da. Ja. Kannst du was drücken? Ich kann jetzt nicht drücken, oder? Nee, ich kann nur gucken, wo du bist. Ich kann mir was ansehen. Ah, ein Schlupfloch, wo man duschen kann? Oder was auch immer? Ah, da sehe ich dich wieder. Da sind voll viele kaputte Stühle und so. Es ist sehr zwiebelig. Alter, ich sehe dich, aber boah, ist das dunkel, Alter. Da muss ich kann nichts drücken, ich kann nur hin und her tippen. Muss er die Blende und den ISO ein bisschen höher packen, der Fisch. Was?
Dann kommst du wieder raus. Da ist eine kaputte Wand. Oder ist alles zu. Alles ist zu. Du musst versuchen, irgendwie die Tür zu öffnen. Kannst du da was machen, Marcel? Ich kann nur hin und her laufen und. Also Bild kannst du halt wechseln. Ich aber kann nichts drücken. Ein Mund. Ich weiß bis heute nicht, wozu die gut sind. Ich auch nicht mehr auf den Dings, auf der Kamera. Aber ich bin wieder am Haupteingang, also da, wo ich reingekommen bin. Jetzt müsstest du mich gleich wieder sehen. Da, gerade voll ins Bild gelaufen. Jetzt bist du im Dunkeln. Jetzt, ich muss auf der 5 stehen oder auf die 6 stehen. Auf welche Tür muss ich stehen? Da ist die 5. Warte, ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Kannst du jetzt irgendwas, geh mal auf die 5 zurück. Kannst du jetzt hier irgendwas machen? Bis jetzt nichts. Oh Gott. Da muss, bin ich einfach zu dämlich und muss ich einfach irgendwo durch. Aber hier ist kein Eingang, hier ist kein Ausgang. Hier ist nur ein leerer Raum. Mit Farbe und ein paar Werkzeuge und Dingens, Baustelle halt. Alcatraz mit Bohrmaschinen mäßig, weißt du, ich meine? Du bist immer noch in dem dunklen Raum da drin, ne? Ja, genau, Bohrmaschinen-Dings. Aber hier geht's nicht weiter, Bruder, also ich finde ja keinen Weg. Hier kann ich auch nichts schieben, du musst irgendwas versuchen zu öffnen. Aber die Frage ist... Ich kann nicht auf ein Bild raus, also ich kann alle Knöpfe drücken, ich kann nur links und rechts die Kamera bewegen. Ich kann mir auch was angucken, aber... Hey Digga, was ist denn das für ein Jäse? Marcelle! Das ist natürlich ein bisschen cringe. Was müssen wir denn machen? Da bist du. Alter, ich hasse das, ne? Ich hasse, wenn es so kompliziert gemacht ist. Das ist bestimmt voll so richtig einfach, was wir nicht hinkriegen. Ja, wir sind einfach gerade zu dämlich. Aber es wird da teilweise auch so komisch erklärt oder gar nicht erklärt. Das Problem ist, ich habe den Raum. Zwei Räume habe ich noch und einen dritten Raum. Da warst du noch nie. Warte, weißt du was, Digga? Ich lusche einfach mal kurz. Wir machen wie bei Zelda Let's Play. Ich gucke einfach Walkthrough. Wow. Warte mal kurz. Ich kann hier nicht aus der Kamera raus. Ich kann versuchen, auf den Dings da zu gehen, aber nein. Ja, warte. Jetzt ist was passiert. Was ist passiert? Ah, warte. Jetzt ist was passiert. Was ist passiert? Ich bin aus der Kamera rausgeflogen. Okay. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Weiß ich noch nicht. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ach, du hast einen Bug, fuck. Ich weiß aber, wo es lang geht. Ja, genau hier. Wir sind alle Bilder ausgegangen, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Okay, das ist ein Bug. Ups, sorry. Alles gut, kann ich das. Ja, ich hasse es, wenn ich Touchpad drücken will, immer so Karte öffnen oder so. So, ich habe aber den Weg gefunden. Marcelo Papello. Ich hoffe gleich, dass ich mich wieder bewegen kann. Mehr Räume geplant. Ich hoffe, dass du nicht zücken musst. Ja. Und auch eine Minze. Warte, ich muss irgendeine Cutscene triggern, dass du dich wieder bewegen kannst. Weißt du, ich meine? Bitte? Ich muss irgendwie eine Cutscene triggern gleich, dass du dich auch irgendwie bewegen kannst wieder. Jetzt gerade bist du einfach festgeworden. Das ist, glaube ich, ein Spielbug einfach. Oh oh, ich habe ihn gesehen. Ja, wenn wir sterben, sterben wir als Schwänze. Stimmt's, Marcel? Ja. Ich guck, mach einfach ein gruseliges Gesicht mit Kate. Boah, die Visage, Digga, ich seh's gerade.
Bruder, die ist so leer, Bruder. Die sieht aus, Digga, wie ich damals, als ich mitbekommen habe, dass meine PS2 kaputt gegangen ist. Genau. Was hab ich auch geschaut, Alter. Nee, bitte nicht, Digga. Ey, ich bin in diesem. Hey, da, Alter. Der hat dich gesehen. Jetzt geht's los. Achso, das war geplant, okay, das war Dingens. Der ist doch von weg, ah, da ist er. Okay, das hab ich gemeint, ich muss halt eine Cutscene triggern einfach. Jetzt musst du die Türen öffnen, glaube ich. Oh ne, Quick Time Events. Der Typ ist weg. Da bist du. Renn weg, scheiß drauf. Mach dich gleich ready, Marcel. Schließ sie! Schließ sie, Vater! Mach! Nein, noch nicht! Ja, soll schließen! Papa. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Oh nein! Oh nein! Jetzt gleich muss. Okay, verstehe. Jamie! Ja, verdammt! Shit! Oh Gott! Warum drückt der jetzt Knöpfe? Fuck! Ja, noch ein Schraubenschlüssel! Schlauchschüssel gegen Messer, Digga, was glaubst du, wer da gewinnt? Ja, einer lenkt ihn ab und einer sticht ihn von hinten ab. Ja, wurde ein Real Life wird, dann wird es nicht funktionieren. John Wick hat die auch. Warum kann er immer noch das benutzen, wenn der hinter uns herläuft? John Wick ist ein Auftragskiller, oder? Die sind einfach nur zwei Mädchen. Er hat es nicht miteinander vergleichen. Würde ich da stehen, Bruder, ich bräuchte gar nichts. Ich springe einfach auf den Raum, Bruder. Stopp! Weißt du, woran mich der Raum erinnert? Ja. Saw 1. Weißt du noch? Ja. Die Toilette, Bruder. Wallop 1 zu 1. Was ist das? Ein Knopf? Mit einem Umkehrsymbol. Was macht er? Oh mein Gott, was soll? Nein! Vergiss es, das Panzerglas. Dit! Weg da! Weg! Das klappt nicht, ihr Idioten! Das ist Panzerglas! Da kannst du mit dem Raketenwerfer durch, Digga, damit nicht klappen! Kate, ich glaube, wenn ich das drücke, ändert die Wand die Richtung. In meine Richtung, meinst du? Ja, das wird mich töten, wenn ich nichts tue. Warte! Ich weiß, und wenn ich ihn drücke, dann wirst du sterben! Lass mich töten! Lass mich sterben. Danke schön, nicht sterben. Nein. Du hast einen Schraubenzieher, du kannst irgendwas machen. Jamie, bitte! Du musst gleich mal gucken. Stimmt. Guck nicht, du hast ein Dings. Du kannst irgendwas machen mit dem. Warte, ich will nicht sterben. Rebellisch. Scheiß drauf. Ich spiele sein Spiel nicht, ich kann das nicht. Oh nein! Ich mach das nicht. Hast du jetzt gedrückt? Nein, ich drücke nicht. Drück nicht! Ich mach gar nichts. Jamie? Aber ich glaube, es ist alles getriggert. Das ist alles, glaube ich, so, dass es sein muss. Sag allen, ich wollte es so. Und wenn ihr dem Matt irgendwie kalt machen könnt, tut's. Versprich's mir! Ich versprich's. Nein, fuck. Mein Gott. Jamie! Danke. Danke. Bitte überlebt, Kate. Schade. Dass man das nicht sieht. Oh, Bruder, das ist allein der Gedanke, ist krank, Bruder. Was für ein qualvoller Tod aber auch.
Hey. Ja, aber miese. Jamie hat den Knopf nicht gedrückt. Sie hat sich selbst geopfert, um Kate zu retten. Wie nobel. Menschen sind erstaunliche Wesen. Eine nette Melodie, nicht wahr? Man könnte irgendwas mit dem Schraubenzieher machen. Keine Angst, Lied. Doch leider wirkungslos. 100 Meter. Sind wir nur noch zu zweit passen? Hat mein Hinweis von vorhin geholfen? Möchten Sie einen weiteren? Ja, komm. Mal sehen, was Sir Arthur dazu sagt. Das ist aus Der Mann mit der entstellten Lippe. Kennen Sie das? Der immer die Lippe riskiert. Ein Freund, dem man vertrauen kann, ist immer nützlich. Und ein Chronist umso mehr. Der letzte Teil klingt ganz nach mir. Fahren Sie ruhig fort. Hoffentlich mögen Sie unsere Gespräche. Ich will nicht einschüchtern, sondern helfen. Ich beobachte, was Sie tun. Wie immer. Beobachte voller Spannung. Oh. Sei einfühlsam. Ey, die lebt noch! Oh ja! Ja, Marcel! Ja! Dieses Arschloch. Ah, guck mal! Walla, dein Call war wichtig! Alles gut? Hast dir den Nagel abgebrochen? Dein Call war wichtig, Bruder. Walla, Marcel. Ja, guck mal hier. Dieses Arschloch findet. Bruder! Komm! Digga, X der König, Bruder. Walla, ich küsse deinen als richtiger Taktiker, ja? Digga, du musst doch irgendwas gut sein, der Scheißding, ey. Ich schwör's dir, Digga. Richtiger OBJ, Digga. Hast mich kurz geankert. Oh, oh. Fuck! Ja, noch sind wir noch nicht durch. Geil. Wen spielst du? Weiß ich noch nicht. Gib dir nur drei. Ich bin jetzt gerade bei Mark. Cutscene. Ja, ich auch. Okay. Ich bin Mark. Du mal, ich bin Kate, ich bin oben. Boah, ich bin alleine unterwegs, Bruder. Ja. Ich zu zweit, alleine. Alter, durch die Wand gehauen, das Ding. Sieht sehr nach Quicktime-Events an, ey. Okay, jetzt musst du aufpassen. Ich glaube, ich wechsle dann auf deine Sicht einfach, weil deine Sicht sieht interessant aus. In einer Folge habe ich das sogar so gemacht, Digga, dass man zwei Sichten auf einmal. So meine, zum Beispiel deine oben links und meine unten rechts, so, weißt du, ich meine so? Okay, ja, ja. Habe ich auch mal so geschnitten, mal gucken, wie das ist. Ich bin oben auf dem auf der Dings drauf, ey. Okay. Marcelo, tritt mir die Fresse! Fassen Sie mich nicht an! Fassen Sie mich nicht an! Kann ich denn hier durch, Mann? Nicht verstecken, immer schlecht. Oder ist keine Eingangstür, in der ich durchkomme? Ah, da warte. Och nein. Von komm ich von da? Nee. Drei. Vier. Mach doch auf, Junge, und meine Fresse. Atme einfach. Atme. Och nein, ich hasse die Dinger. Vorsicht. Nice. Hast du geschafft? Ja. Gott sei Dank. Aber. Ich muss noch mal. Konzentrier dich. No counts. Mann.
Ey, Digga. Dass ich irgendwo durch muss, damit das irgendwie getriggert wird? Ja, dass du auf jeden Fall gedingst wirst. Ich bin nicht dabei, auf jeden Fall. Also scheiße. Okay, mir hat auf jeden Fall einer Selbstmord gemacht. Alter, sucht dich halt die ganze Zeit, der Hurensohn. Oh, fuck. Der geht jetzt weiter. Ja, reicht doch, Junge. Ist gut. Wegrennen oder stehen bleiben? Entscheide du ein bisschen, Bruder. Musst du dich auf jeden Fall konzentrieren. Zeig deine Reactions, komm. King Marcelo. Jetzt passiert der Hashtag. Tommy, da, lauf! Bleib bloß weg. Mann, ich hab zu schnell Dreieck gedrückt. Scheiße. Du bist nicht tot, oder? Doch, oder? Doch, lebe ich. Okay, Gott sei Dank. Ja, gut. Ja, ich hab doch Dreieck gedrückt und dann kam auf einmal was anderes. Mm. Ja, gut, passiert. Weil ich ja, weil ich Button Smashing machen musste. Alles gut passiert, tschüss. Ich. Du bist aber einfach nicht so schnauzig voll. Das gibt's nicht. Er kommt jetzt los, lauf! Okay, umbringen zuerst ist ein bisschen schwerer. Allgemein haben wir das gemacht im Skript so, weil der halt der Hauptcharakter ist. Das war ja in Antelope bei Sam genauso. Sam hast du ja ganz schwer tot bekommen. Im Vergleich jetzt. Ja. Bleib nicht stehen! Jetzt muss ich irgendwas suchen, Bruder. Meine Fresse, was soll ich denn jetzt suchen? Aber das mit zwei Aufnahmen ist so eine gute Idee, Marcel. Ja. Och Mann. Schon durchgekommen? Ja, was muss ich denn? Was soll ich denn? Ach, fick dich doch, Mann, was ist das denn? Er geht wieder. Alles klar? Ich lebe noch. Ich komme aus dem Labyrinth. Ich habe ein Dings, Vorahnung. Kommt der Typ mit einer Axt und wir sind irgendwie im Raum drin. Ich glaube, du musst da irgendwie versteckt bleiben. Und nicht rausgehen. Mhm.
Nur hier durch. Hallo, Spiel. Also. Das Spiel hat doch ein paar Bugs, das merkt man im Koop, Digga. Manchmal läufst du einfach so, bleibst du gefreezed. Nein! Eine Sackgasse! Das hätte ein Weg raus sein sollen. Ich habe ein Objektiv gefunden. Richtig. Kannst du irgendwie auf die Kamera machen? Meinst du? Ja, Objektiv auf Kamera? Du bist doch Kameramann, oder? Ja, ja. Das ist ekelhaft. Gut, dass Kate alleine redet und Jamie gar nicht redet, Alter. Was hast du mir für ein Buch geliehen? Durch das Labyrinth der Angst navigieren? Das könnte ich jetzt echt brauchen. Du weißt, es ging nicht um Labyrinthe. Ja, schon klar. Cecil, Alter. Hey, es soll nicht so rüberkommen, als würde ich glauben, du hättest ein Problem. Nur, wenn es mir gerade beschissen geht, dann glaube ich manchmal, es geht irgendwie allen so. Ich weiß. War gut. Gelesen? Ja, ja, hab's ganz durchgelesen. Ist das dein Ernst? Ja, Handlung gab's zwar nicht so viel, kaum Charakterentwicklung, aber im Großen und Ganzen war's gut. Ja, ich laufe herum wie ein gelähmtes Huhn. Freut mich. Charlie hat auch eins bekommen, aber er hat es wahrscheinlich noch nicht mal aufgeschlagen. Ich muss irgendwas finden, aber nur Gott weiß was. Ich muss ich jetzt hoch? Auch eine Sackgasse, ey. Du hast mit dem Labyrinth und ich habe jetzt das Ziel mit diesem Dingens. Aber ich kann da hoch, oder? Du bist aber nicht mehr gejagt, oder? Gerade nicht, ne? Okay, Gott sei Dank. Nur... Warum leuchtet was? Nur... Die Frage... Ob ich hier unten erstmal durch muss. Geil, auch das. Die kann einfach da unten durchrennen, ohne sich zu bücken. Ohne sich zu bücken? Okay. Ja, guck mal, die könnte da durchlaufen, einfach normal. Ah, hier ist eine Treppe, okay. Gut zu wissen. Ja, es ist. Ich bin auch in der Sackgasse, Digga. Ja, hier zwei Münzen gefunden, Alter. Hallo? Ich bei 30 Münzen, ey. Kann ich mir eine Waffe dafür kaufen? Tja, wild. Was ist das denn? Ist das ein Großschwert? Junge, was ist das denn? Dämon Rites, Junge, Alter. Oder was will das Spiel von mir? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich so ein Ding dabei. Bring den Schaltkasten in Gang. Achso. Ganz zum Anfang, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Da kann man rausgehen. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Ich bin gerade komplett egal. Ich habe gerade miese Dings. Wer ist das? Keine Ahnung, was machen sie.
Kein Plan. Wow, jetzt kacke hier noch. Ach ne. Ich habe keine Ahnung, was das Game von mir will. Warte mal, Digga. Ba, ba, da, ba, ba, da, da, da. Drücke Knöpfe! Welches drück ich? Drück den. In der goldenen Mitte. Geil. Hier ist ein Gang nach unten. Okay, du hast jetzt irgendwas getriggert bei mir. Also ich glaube, dass es automatisch geht, Digga. Das, wenn du den Weg nicht findest, dass das Dingsbum. Ich glaub, kann aber auch sein, dass ich... Geh jetzt einfach mal in den Geheimgang da rein. Nice. Die war doch gerade neben mir, jetzt steht die da! Ei! Jetzt wär's nix. Killeragent getötet. Chicago Police bestätigt heute, dass er sich bei der Leiche eines Mannes, die vor 2 Monaten in verlassenen Lagerhaus aufgefunden worden, um die verschollene FBI-Agenten Hector Monday handelt. Die Verbrennungen waren so verheerend, dass er durch seine Zahnunterlagen identifiziert werden konnte. Hatte schlecht für den Mann. Ich hab so viel was selber der Peach ist bei mir. Echt? Mhm. Er guckt sich gerade irgendwelche Aufnahmen an. Noch eine Münze, Junge. Bin Münzenhunter geworden, Alter. Das ist wild. 35 Münzen. Nur ist die Frage, was... Okay, da lang. Ich wollte sagen, was soll ich hier machen, aber... Hier ist noch eine Leiter. Jesus, bist es du's? Ich komme zu dir! Spaß. Ich bin draußen. Ich komme aus dem Garten. Jawohl. Da brauche ich hier kein Licht, weil hier einfach hell ist. Was hält ihr? Oh, ich habe Probleme. Du hast Probleme? Ich hab ja meinen Arsch doch, Bruder. Okay, der ist weg. Court Hall. Guck mal, ich habe jemanden gefunden hier. Okay, der Typ hat sich verpisst. Publicist. Alter, was ist das denn, Alter? Nicht Polizist, sondern... Der hat sich verpisst? Ja. Das ist schlecht. Was ist das denn für ein Ding hier? Erreiche den Leuchter und komme aus der Dingens. Wenn er sich verpisst hat, kommt er zu mir. Aber er hat ein schönes Dimoliton-Setter wie wir zwei. Ja. Also da haben die sich vom Bastion aus abgeguckt, ja. Scheiße. Was sind das denn für Dinger? Was sind das für Dinger? Das ist klar. Alter, sieht so aus, dass er...
Die toten Klamotten super, das sind Klamotten lieben. Alter, der kann doch bei jedem von denen da drin stehen. Ist ja gar kein Bock, Digga. Oh, hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist so. Sieht sehr realistisch aus. Oder? Nee. Doch, das war der. Oh mein Gott, ich hab's schon gehabt. Lauf! Schnell! Beweg dich! Ja, die Axt kriegt sie nicht. Die Axt kriegt er. Beeilung! Dit! Alter Schwede. Ja. Der macht dann auf Jace, Digga. Das ist echt so, Alter. Spring, Mann! Oh, hi. Bitte, bitte tun Sie das nicht. Hau rein. Beide sind tot. Beide sind runtergefallen, Alter. Ins Wasser, oder? Nee, Berg runter. Oh nein, als ob Lava. Ja. Aber wir fallen. Nein, ich lebe noch hier drin. Okay, wir leben noch, okay. Aber mir hätte mich schon gewundert, Digga. Das wäre viel zu leichter Tod. Zu uninszeniert. Bist du immer noch Mark, Alter? Ja. Was? Okay, die kommen The Matt. Okay, du bist da. Wollen wir gleich mal einen Cut machen, Bruder, für die erste Folge? Also ich soll ich jetzt erstmal stehen bleiben? Ja, Mann, ich bleib jetzt auch gleich stehen wegen Cutscene. Okay, ich bin jetzt auch stehen geblieben. Hey, Leute, hier war so ein blinkender Tag. Guck mal hier. Und. Zack, ich bin Münzenhunter geworden, Alter. Und wieder eine Münze gefunden, Alter. Ja, wild. Seitdem du nicht da bist, Alter. Sammel ich schon Münzen. Ich schwör's dir einfach durch, einfach den Speedrun durch hier, Digga, ich lüll's. Zack, Junge, hier drüber gesprungen. Und jetzt, wie geht's weiter hier? Ich hab einen Hoden gefunden. Und ich einen Hoden? Ja, und Sack mit Eiern. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Kann man hochgehen. Jetzt ist die Frage, geh ich unten lang oder oben lang? Ich geh mal oben lang. Da liegt wieder was. Schon wieder eine Münze? Ne, eine Karte. Junge! Eine Kreditkarte! Oh ne, schade. Schade. Francis Morello. Erstmal eine Collector's Edition kaufen, Digga. Auf Karte, oder? Kreditkarte auf trocken. Ey, Bruder, weißt du, was krank wäre? Wenn du in einem Videospiel so ein kleines Easter Egg-Gimmick einbaust, wo du eine Kreditkarte findest mit echten Daten, wo so zum Beispiel ein Taui drauf ist und derjenige, der die zuerst findet, kann diesen Tausender usen. Alter, das wäre schon richtig krass, Digga. Oder stell dir vor, du nutzt das als Promotion für das Game. Jeder wird sich das kaufen, Digga. Das wäre krass, niemals. Ja. Niemals. Ja, das wäre okay. Ich bin beim Turm, Bruder. Was ist das denn? Nicht runtersehen. Keine Ahnung. Nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Kann ich nicht zuhören. Kate steht immer noch da oben, okay. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Scheiß drauf, junger Rinder. Und? Oh nein. Da ist schon wieder so eine Brücke, da habe ich schon Angst vor, ey. Okay.
Ich habe den Leuchtturm eingeschaltet, jetzt den Strom. Ist jetzt aktiviert. Jetzt nochmal darüber, wo ich da gar keinen Bock. Boah, Junge. Hab ich gezuckt, Digga. Was passiert? Halleluja, ja. Was passiert? Ich bin irgendwo durchgelaufen, da ist irgendwo so ein Ast gebrochen, ey. Achso. Aber wie laut das war, hallo. Junge, 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 hab ich gezuckt, ey. Da wäre ein Ast, als hätte mir gebrochen, ey. Aua! Digga! Horch! Hund! Boah, ist das hell, Bruder. Aber der Leuchtturm ist aktiviert. Oh, ich hab einen Hund hier drin. Fuck yeah! Wow! Der Leuchtturm ist aktiviert, Bruder, jetzt. Hast du gehört, Marcelo? Ja. Der Leuchtturm ist auf Start, mein Bruder. Ich hab wieder den Kollegen bei mir. Oh nee. Und ein Köter. Entscheide weise. So, ist mal runter. Oh nein. Was? What the fuck? Der hat eine Axt. Immer noch. Scheiße, Marcelo. Oh, der könnte gleich spellen, dann wird er uns verraten. Oh, nee. Aber Jamie hält eine Flasche, kaputte Flasche an seinen Hals. Böse. Bruder, ich kann kein Tier töten, ne? Wallah, ich auch nicht. Hector Waylon Monday. Das ist Elon Musk. Okay, er hat gebellt. Ficken. Jetzt weiß er, dass wir da sind. Ficken, nicht gut. Oh, das nicht geht. Ja, Junge, das ist ein Pitbull, Junge. Der macht den platt, Junge. Oh. Alter. Wen hat's erwischt? Oh scheiße, Jamie Stone. Jamie. Oh mein Gott. Nur noch du und ich, Marcel. Scheiße, Digga. Digga, die Axt. Ich hab's gerade gesehen. Er kann nichts machen. Da magst du nichts, Bruder. Ich konnte den Hund nicht töten, Mann. Geht immer. Oh oh. Digga, ich hab. Was zum Teufel, Digga? Ich bin irgendwo drüber gelaufen. Alles gut. Ich seh dich. Also den Leuchtturm. Ich du bin jetzt da. Immer noch Kate? Ich bin wieder Mark. Ah, Mark hat die Goldkette, fehlt mir jetzt so. Bei mir redet einer. Hey! Hier oben! Wer ist das denn? Hey! Oh nein! Wer ist die alte Junge? Der Hunde ist bei mir. Hey, wer ist das, Mann? Der Hunde ist bei mir, was denn? Volvo Loft, ja? Helen Bake. So. Oh nein, das hast du Faust, Digga. Ich hab wieder eine Tür, die ich angucke, nichts passiert. Gut.
Hau den weg! Ich kann wieder nichts machen. Da bist du. Kate? Heilige Scheiße, danke, dass du mich gehört hast. Scheiße, Marcel. Renn einfach, egal, die Frau habe ich auch gerade gesehen. Was ist mit Jamie? Er hat sie erwischt. Tut mir leid. Assi. Scheiße. Wie man so schön sagt. Hast du das Objektiv drauf? Ist installiert. Geil. Was jetzt? Police! Wer ist denn der, Bruder? Es ist Peter. Le Peter. Was zur Hölle? Da sind schon ein paar Tote. Oh. Handflächen nach vorne, Hände hoch. Das ist... Er war das. Oh mein Gott. Keiner redet. Ich sagte, die Handflächen nach vorne. Nicht schießen. Zum Glück sind sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Oh nein. Dein Boot brennt, Bruder. Dreh dich doch um, du Spast! Das Boot! Ernsthaft, Lady? Du dummer Idiot, so ein Spast, die Bulle, Digga. So ein Idiot. Die Hand ist weg. Und, Digga, du hast einfach perfekt gecallt. Nein! Nein, 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 nein! Ja, wenn man so dämlich ist wie der, oh, Digga, Junge! Anfänger, Junge, ich schwör's dir! Ja, cool, mit Pfefferspray. Noch ein Boot! Los! Lauf oder hol dir die Waffe? Entscheide du, Bruder, ich geb dir die Chance. Los! Lauf! Viel zu nah an dem dran, Mann. Na los! Hier lang! Könnte gehen. Funktioniert nicht. Oh nee. Starterseil. Da. Los, mach! Hey, hey, Conny. Da bist du ja. Komm. Komm. Ja, das ist der Hund. Oh nein. Der Hund hat's geschafft. Junge, der geht einfach durch Wasser, Mann. Guck mal. Erstmal ins Leere geschlagen. Der schwimmt jetzt wie Dings, Alter, wie Jason. Ich schwör's dir, Bruder. Sag mir nicht, dass das schon war! Geil, hätten wir auch länger die letzten Dinger auch nochmal aufnehmen können. Egal, cut nur zusammen, scheiß drauf. Wenn das jetzt wirklich das letzte Mal, Bruder, schreiben wir das zusammen. Dann machen wir daraus eine Folge.
Kate, du bist links. Geschafft. Wir kommen hier weg. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, Digga. Das kann nicht so ein flaches Ende sein. Es geht safe noch weiter. Der hängt sich doch da dran, oder nicht? Ja, war klar. War klar. War klar. Festhalten! Oh oh. Conny! Aua. Du bist immer noch Mark? Mhm. Der arme Conny, Alter. Lukas! Streng dich an, Junge! Oi, 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 oi. Aua. Aua. Oh. Oh, Scheiße, was denn? Mach was! Nein! Oh, super, hat viel gebracht. Nice. Sehr gut. Hau ihn so voll in die Fresse, Junge. Achso. Oh. Geil. Geil, voll nach hinten geworfen, aber trifft den, ey. Jason-Style, Digga, wie damals. Ui. Verpiss dich, du Wahnsinn. Recke, du Schwanz! Conny fehlt noch. Oh oh. Geil. Das war die Vorahnung. Ja! Conny, wo bist du? Na, guck mal, das ist die Maske. Der Bastard, Digga. Keine verdammte Werbung. Oh. Oh, Mist. Shit! Und werden vom LKW überfahren und alles vorbei. Ich sah auf und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Wedelten wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Wann haben wir nochmal gesagt, dass wir die zwei überleben lassen? Digga, wir haben einfach genau so gespielt, wie wir es gesagt haben. Wir konnten in die Zukunft schauen, Jung. Ich schwör's dir, Bruder. Naja, ich wollte einfach vorhergesagt. Das ist Conny, jawohl. Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, oder? Glück, ich hatte das Ende. Egal, ich hab Conny gerettet, das ist mir egal. Aber ne, wir haben das gut zu Ende gebracht auf jeden Fall. Die zwei wichtigsten haben überlebt. Genauso wie es eigentlich in einem richtigen Horrorfilm von Drehbuch sein wird. Ja. Ich glaube, das wäre gut für dich. Ja. Ich denke, ich könnte mich daran gewöhnen, wie sie Hotdogs ruinieren. Und Pizza. Was? Ich hatte auch Stellenangebote in New York. Also, wenn das okay ist. Ich will mich nicht selbst einladen, Ben. Halt den Mund. Natürlich. Das ist okay. Mehr als das. Nehmen wir noch Conny mit. Kate und Mark sind wieder zusammen. Wie es aussieht. Marcel, bei mir haben sie sich in der Luft geküsst. Echt? Ich schwöre, Digga, was war das denn, Digga? Aber wir saßen wieder drauf. Oh mein Gott, Digga.
Ey, manche, also das Spiel ist halt noch so krank verpackt teilweise, Alter. Das ist krank. Was ist das für ein Trooper? Guck mal, der State Trooper, Junge. Du, bei dir lege ich dir den Arm, bei mir, ich hab die Luft rum, Arm, Digga. Und du geil, bist Junge, Digga, geil. Was ist das für ein Bullshit? Das dann nehmen wir die Katze, dann nehmen wir die Katze bei mir, Bruder. Ich mach Katze von dir, Bruder. Lack, das fickt die ganze Atmosphäre an mir. Ich fick deine Mutter, Digga. Fuck my life, Junge. Test dir das doch vorher. Was ist das für eine Scheiße? Bruder, lack, ganze Atmosphäre, da so. Das ganze Atmosphäre, Bruder. Diesen hier, der Kelp. Ja, Kelp, Junge. Ja, jetzt, das war's bestimmt, ne? Das kann sein, dass es das gewesen ist. Ja, aber du weißt, es gibt wieder einen Trailer, ja, ne? Bestimmt. Ja, ja! Oh, du sagst es! Das Hector Munday. Phantom. Ach ne, hier, der Meft. Hunter, der Met. Das ist noch nicht tot ist. Oh, war jemand wütend. Oh oh. Was geht denn bei ihm ab? Okay. Was denn jetzt ist? Ja. Das Böse kommt zu dir, Jung. Minion? Oh, da sind sie. Hallo. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam? Gut. Bombe, beste. Leider haben sie einige Seelen verloren. Ja, einige. Die andere war eh krank mit Asthma, wird schwierig. Scheiße, der Alte war schon, der Alte war schon alt. Schub dich. Auftrag für einen zweiten Teil geben. Aaron. Die Neue im Team hat alle mit ihrem Mut überrascht. Doch jetzt ist sie wohl im großen Tonstudio im Himmel. Das ist aber gut gesprochen, mein Freund. Und Jamie, der Stecker ist gezogen, die Lichter sind aus. Ich fürchte, diesmal wird es nichts bringen, Kabel neu zu verlegen. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Er hat nichts über Charlie gesagt. Kates Geheimnis. Sie war traumatisiert von etwas, das vor langer Zeit geschah. Aber sie hat sich dem gestellt, was sie am allermeisten fürchtete, und hat überlebt. Vielleicht hat sie deshalb erkannt, was Marks Liebe ihr bedeutete. Und Mark, er musste aufhören, auf die Anweisungen anderer zu warten. Er musste seinen eigenen Weg finden. Und so hat er den Weg zurück zu Kate gefunden. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Auf bald. Verpiss dich. Hey. Boah, jetzt bin ich gespannt, Digga. Das freut mich immer am meisten. Was wird am Ende gezeigt? Das ist die Maske mit dem Raben. Kann sein, dass der Peach doch lebt. Den Namen ist war nicht durchgestrichen. Er greift safe danach. Es war ja so klar. Bruder, Inszenierung! Ja, oh ja. Es war so klar, Digga. Anders ging's gar nicht. Die Abfolge der Ereignisse ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz nach 19:30 ein LKW 18 mehr Bodies von gefunden. Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später war auch die Polizei vor Ort. Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams. Lonet Entertainment. Da hat wohl jemand miese Depressionen. Serie Architects ja. Verdammt. Anscheinend sind sie ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen. Und wurden leider selbst zum Opfer. Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du neue Fernsehteam. Das Filmteam. Was?
Ja, ich habe so viele Klicks. Ich habe was gewonnen. Jetzt sag schon. Eine Reise. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für 5 Personen auf einer Insel. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ja, Mr. Dumet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Oh oh. Das wird ein Riesenspaß. Na, safe nicht. Och nee. Anderes Haus, Brudi. Andere Sitten. Bestellt euch eure Särge schon mal vor, Digga. Ist echt so. Wenn wir wissen schon. Oh, guck mal, links oben am Fenster. Ah, links oben am Fenster stand der. Komm, wo sind die Credits? Was ist jetzt los? Ah, jetzt. Ah, der erste wieder. Der Puppe, die singt, ja. Zwei Puppen, die singen. Drei? Hey. Ah, das ist der Credit-Song. Glaube ich. Der war auch in Until Dawn, glaube ich, als Anfangssong. Geist dich noch erinnern? Boah, schon auch Jahre her, aber... Könnte... Die Credits! Können wir die skippen? Ich will den Trailer sehen. Geht das? Ja, müssen wir so mit drauflaufen. Oh mein Gott. Warum, Junge? Lass uns singen, lass uns ein Lied singen, Marcel. Wir haben es geschafft, wir sind durch. Ja, haben wir echt noch. Ja, haben wir heute noch gepackt. Ging wirklich easy peasy vonstatten. Ja. Okay, reden wir ein bisschen über das Spiel, würde ich mal sagen. Was sagst du, Bruder? Von 1 bis 10, wie sehr hat dir das gefallen, das Game? Ich habe ja erst mit dir das zweite, dritten Teil gespielt. Ja. Den fand ich ja ganz gut. Klar war das nochmal andere Atmosphäre, so mit bisschen altmodischer, so, ne? Weil wir ja diese Höhle da gefunden haben. Genau, so Kriegsszenario. Jetzt mit diesen Untoten. Genau, Bruder, wo Ashley das Tisse, war jetzt so. Hier genau, mit Ashley Tisse und dem Typ. Core, die Fotze, Digga. Die kennt man noch. Und das war jetzt so halt, ne, auf Morden gewickelt und so. Düsteren Hotelort, so, das finde ich auch ganz cool. Genau. Was gebe ich? Von 10 würde ich jetzt 8 von 10 geben. Hätte ich genauso auch gesagt. So. Solide 8. Also, ich sag jetzt mal mit dem, ne, wir hatten hier die Anfangsszene da, was ganz lustig war. Ja, Mann. Mit der Puppe, die uns da erwischt hat. Safe. Sonst jetzt gerade bei mir war es mit dem Ast noch, wo es so richtig geknackt hat. War bei mir nochmal schreckhaft. Ja. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? In dem Studio sind viele Jugos am Start. Also wenn ich jetzt die Namen lese, sind extrem viele Jugoslawen, die an dem Spiel arbeiten. Oh, guck mal. Aber sonst... Bei mir jetzt auch gut Wir haben vorausgesagt, dass die zwei überleben. Zoran Munchan, Jelena Mitrovic, Milos... Hanna, guck mal hier, Hanna Sexton, Junge. Aber wirklich, es ist krank, wie viele Jugoslawen in diesem Studio arbeiten, Bruder. Da sieht Alter, man, Digga, noch viele Jugos, Junge, abends drauf. Chuyao, Sangwung, Alter. Nee, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich würde dem Spiel auch genauso ein 8 von 10 geben. Ich fand's halt geil, Digga, dass es diesmal auf, sag ich mal... Ich fand die anderen Geschichten auch geil, das war aber alles sehr, sag ich mal, auf Fantasiebasis. Das bedeutet mit mystischen Monstern, Zombies. Genau, und das war jetzt so wirklich so mit Fallen, alles Mögliche nochmal. Und was ich auch extrem geil finde, die haben sich halt wirklich echt extrem krank Beispiel halt an Saw genommen. Das sieht man halt direkt, sag ich mal, mit diesen Fallen, mit dieser Art und Weise, wie die Charaktere. Mit der Kettensäge da, mit den Dingern da. Ganz genau, wie die Charaktere umgebracht werden. Teilweise auch Fallen fast 1:1 aus dem Saw-Film übernommen. Zum Beispiel das mit dieser Doppelkette, glaube ich, weiß gar nicht, ob auf Saw 3D oder so war das mal. Und auch dieser eine Raum, wo dieser Spiegel war, ne? Du kommst rein, du hast direkt Saw 1 im Kopf. Direkt. Ja. Und ach, guck mal, überspringen. Jetzt bitte, gib mir... Ja. Jetzt sind wir kurz gespannt. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Was ist denn das jetzt, Alter? Infinite Warfare? Astropia. Ich habe jetzt Resident Evil gedacht.
Dead Space. Digga, safe in Dead Space. Okay, das nächste Jahr ist, also dieses Jahr ist im Weltall. Schon mit Aliens. 100%ig. Beim Rumpfkursen könnte jeder vollständig restauriert werden. Thomas Carter. Okay. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think. Isaac okay. Clark, sind Sie das? Sims wird bösartig. Ich wusste. Warte, Alter, mit Dings, Alter. Directive 8020. Boah, sieht aber auch geil aus. Season 2 Premiere. Ah, jetzt kommt die zweite also. Season. Wann kommt das Spiel aus Anfang, Ende dieses Jahres wahrscheinlich, ne? Scheint jetzt nicht dabei, kann man gleich mal googeln. Stimmt, also wahrscheinlich so auch wieder Ende Oktober, ne, Ende, so Mitte, Ende November. Okay, Jungs, auf jeden Fall, wie gesagt, geiles Game, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Marcel auch auf jeden Fall hat. War ein richtig geiles Projekt, Freunde, hat extrem viel gebockt. Jetzt gibt's erstmal so eine kleine XXL-Folge, weil wir das jetzt alles in einer Folge schneiden. Zwei Folgen macht jetzt gar keinen Sinn so. Und, Also es wird auf jeden Fall dieses Jahr 23 released. Jungs und Mädels, ihr wisst Bescheid, wenn das Spiel rauskommt. Ja, wahrscheinlich bin ich dann auch... Jetzt wieder Koop-Action. Ja, also, Digga, aber das Kranke ist, weil es ja Ende des Jahres kommt. Wir haben jetzt Anfang des Jahres. Ja. Was glaubst du, was werden wir alles bis Ende des Jahres gemacht haben? So privat. Also ich hoffe, dass ich wenigstens mein Studium, weil ich jetzt durch, habe ich August, September, bin ich mit meinem Studium durch. Wie sieht's bei dir aus? Also wenn wir bis Ende des Jahres sind, hoffen wir, dass wir uns beide mal gesehen haben. Ja, stimmt. Gamescom, das war wild, dass wir uns ja auf jeden Fall auch mal gesehen haben, Real Life endlich. Und Arbeit bei mir läuft super, also... Ja, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Na gut, Jungs, was Ende des Jahres sein wird, das weiß nur der liebe Herr. Das weiß nur der liebe Gott. Wir wissen es nicht, jedenfalls freuen wir uns drauf. Wir verabschieden uns. Und ich gebe Marcel auf jeden Fall das Schlusswort. Ja, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Und lasst euch auf dem Kanal auf jeden Fall gespannt drauf, was noch alles so vorkommt mit uns beiden. Absolut. Ich wünsche euch noch was und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Projekt zusammen dann. Oder in den anderen. Absolut. Haut rein, Jungs.